Wir werden von der Industrie verarscht. Unsere Elektrogeräte gehen viel zu früh kaputt. Sie werden mit Absicht so gebaut, sagt Markus Weyer, Technik-Nerd aus Weisendorf. Er hat schon hunderte kaputte Handys, PCs und Macs aufgeschraubt und repariert. Das gab es bei mehreren Herstellern, dass man einfach ganz konkret sagen konnte, Apple waren es ja mit den Akkus bei den iPods, dass die einfach zu kurzlebig waren. Dass es nicht tragbar ist, dass so ein Akku gerade mal ein Jahr vielleicht hält. Weil es technisch nicht notwendig ist, dass es so früh kaputt geht. Gebaut, um kaputt zu gehen. Ein schwerer Vorwurf. Markus hat das bei vielen Herstellern erlebt. Viele moderne Computer zählen ja zum Beispiel die Ladezyklen mit vom Akku und sagen einfach pauschal so, 500 ist fast erreicht, Akku, du bist jetzt tot. Obwohl der Akku durchaus jetzt in einem Fall von einem MacBook, das ich mal hatte, noch fast 4 Stunden funktioniert hat. Was also eigentlich ja fast Neuzustand ist. Dann ist natürlich diese Aussage, die die Software sagt, hey, der Akku ist fast kaputt, eine Frechheit, weil es einfach suggeriert, das Gerät geht bald kaputt, geh schnell, kauf dir den neuen für 170 Euro. Ein besonders krasses Beispiel? Diese Kondensatoren sind sehr anfällig für Temperaturen, sie sind nur für 85 Grad gebaut, als Dauerbelastung, und die sind halt hier genau neben dem Prozessor und der wird halt wesentlich wärmer, der strahlt eine wesentlich höhere Wärme ab, wie diese 85 Grad, und auf Dauer bläht diese Kondensatoren auf. Sie platzen letztendlich. Dabei gäbe es auch andere. Und zwar Kondensatoren, die 105 Grad aushalten. Die platzen nicht. Markus hat das probiert. Pro Rechner kosten die 105er nur ein paar Cent mehr. Die Lebensdauer dagegen erhöht sich um Jahre. Das ist Absicht. Ein Ingenieur weiß es von Berufswegen. Also er weiß ganz genau, dass diese Bauteile mit der Belastung nicht so lange standhalten würden wie ein 105-Grad-Bauteil. Hört sich eindeutig an. Wir konfrontieren den Hersteller mit dem Vorwurf. Aber Apple will sich vor unserer Kamera nicht äußern, erklärt nur via Mail. Apple plant keineswegs eine Obsoleszenz seiner Produkte. Obsoleszenz. Lateinisch für die künstliche Veralterung eines Produkts. Gebaut, um kaputt zu gehen. Keine Verschwörungstheorie, sondern Alltag, sagt Wirtschaftsprofessor Frank-Martin Belz. Und das kann verschiedene Formen annehmen. Die eine wäre, dass man technisch die Produkte veraltern lässt. Also bereits nach kurzer Zeit, nach 1-2 Jahren, dass die Produkte einfach kaputt gehen. Auf diese Idee kommen die Glühbirnenhersteller bereits in den 20er Jahren. 1925 brennt eine Standardglühbirne 2500 Stunden. Ab 1940 sind es gerade noch 1000. Aber nicht nur die Hersteller sind schuld, sondern auch wir selbst. Wir haben uns vom Marketing einreden lassen, dass Altes schlecht und Neues gut ist. BWLer nennen das psychische Obsoleszenz. Inzwischen gibt es Generationen, die Smartphones zum Beispiel, die einfach mehr können und die man haben möchte. Und das ist die psychologische Veralterung, dass man auch immer das neueste Gimmick, das neueste Handy eben haben möchte, um im Kreis der Freunde und Familie eben auch anzukommen. Mittlerweile kaufen wir Deutsche uns im Schnitt alle 2 Jahre ein neues Handy und alle 6 Jahre einen neuen Fernseher. Die alten Geräte wandern immer schneller auf den Müll, obwohl sie noch funktionieren. Gehen die Sachen noch, die du wegschmeißt, oder sind die alle kaputt? Nein, die funktionieren eigentlich noch alle. Und wieso schmeißt du sie weg? So, weil ich inzwischen neue Sachen habe. Ja, ich sag mal so, wenn beim Aldi und beim Discountermärkten diese Schnäppchen, sag ich jetzt einmal, zu haben sind, dann kann man darauf warten, 1-2 Wochen später kommen die Leute mit ihren ausgedienteren Materialien, also wie Laptops, PCs, Drucker, Kameras, Fernseher und so weiter, zu uns zum Entsorgen der alten Produkte. Richard Christian versteht diese Leute nicht. Er ist Informatiker und promovierter Philosoph. Die Wegwerfmentalität der anderen macht ihn fassungslos. Ja, viel zu klein. Man muss so etwas viel Größeres haben jetzt. Ja, oder? Man kann nicht so Facebooken auf so ein Ding. Ich weiß nicht. Sony, ja, so richtig so ein teures Teil wahrscheinlich damals. Das ist unglaublich. Daheim wehrt sich Richard gegen den Wegwerfwahn. Seine Waffen,
Schraubenschlüssel, Schraubzwinge, Schraubenzieher. Richard repariert fast alles selbst. Das Hi-Fi-Zeug da, ich habe die Teile so bekommen vom Schrott, teilweise von Freunden, die das wegwerfen wollten oder teilweise von Flohmärkten für ein paar Euro und so. Und das war ganz leicht, ich musste halt die Kontakten reinigen. Das dauert 5 Minuten mit Kontaktreiniger. Reparieren, das heißt dann, dass man sich gegen die Strömung des Kapitalismus richtet. Es ist so schon eine antikapitalistische Strategie. Auch Markus wehrt sich gegen den Konsumzwang. Er schreibt kostenlose Reparaturanleitungen auf ifixit.com. Die amerikanische Schrauber-Community ruft zur Repair Revolution auf. In Deutschland existiert diese Szene nicht. Noch nicht. Ja, junge Leute reparieren ist natürlich ein wichtiges Thema. Sie haben kein Interesse, sie sollten es bekommen. Einfach, um sich selbst helfen zu können, nicht auf andere angewiesen zu sein, ist wichtig. Und es ist auch ressourcensparender oder ressourcenschonender, weil wenn wir so weitermachen mit dieser Wegwerfgesellschaft, dann landet auch der Planet auf dem Müll.